Ja, hallo, guten Abend, willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute den 28. Mai 2014. Es ist 21:44 Uhr. Und dieser Tag war für mich persönlich ein ganz besonderer Tag. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, dieses kleine, kurze Video zu machen. Heute, vor genau 32 Jahren, bin ich um die Mittagszeit aus dem Klinikum Essen entlassen worden. Dort habe ich mich in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung zur Entgiftung aufgehalten, um meine Suchtmittelabhängigkeit endlich in den Griff zu bekommen. Und nach der Entgiftung bin ich am 28. Mai 1982 entlassen worden in die Langzeittherapie in Essen in die Fähre. Damals noch unter der Leitung von Fred Kollatz, eine Selbsthilfeeinrichtung. Kranke, Suchtkranke, genesene Suchtkranke haben Menschen wie mir, die ihre Suchterkrankung überwinden wollten, geholfen, haben die Hand ausgestreckt, haben Brücken gebaut, deswegen auch die Fähre, der Name der Fähre, übersetzen in ein neues Leben. Ich bin dann zur Haltestelle gelaufen und mit dem Bus nach Haidhausen gefahren von Rüttenscheid aus. Und habe dann, als ich in der Fähre ankam, da war um die Mittagszeit, war gerade Mittagspause, alle saßen, war ein herrlicher Sommertag, anders als heute. Heute hat es ja den ganzen Tag geregnet, wie schon seit Tagen. Damals schien die Sonne, es war richtig warm, war so ein, ja, möchte fast sagen, ein Hochsommertag. Und draußen saßen sie alle auf den Bänken und haben die Pause genossen. Und ich hatte damals noch eine Spritze gekriegt gegen meine Angstzustände, weil ich befürchtet habe, wenn ich ohne irgendwas da zum Vorstellungsgespräch fahre, dass ich dann unterwegs rückfällig werde. Und die Spritze hat mir geholfen, irgendwie vom Klinikum in die Fähre zu kommen. Ich war auch sehr aufgekratzt durch die Spritze und natürlich auch entsprechend angstfrei und habe dann jeden da per Handschlag begrüßt. Die Leute haben sich dann alle gewundert, weil normalerweise ein Süchtiger, der clean ist, der ist total verklemmt, gerade in der ersten Zeit. Und der verkriecht sich oder möchte sich verkriechen und geht nicht auf andere zu und gibt denen die Hand. Und wie gesagt, ich habe da mein Vorstellungsgespräch gehabt mit zwei Fährleuten, so nannten sich die Mitarbeiter in der Fähre, und habe denen ganz offen und ungeschminkt meine Geschichte erzählt. Und anschließend haben sie sich zur Beratung zurückgezogen und kamen dann zu mir und haben dann gesagt, weil ich so ehrlich gewesen wäre, und ich war ja vor der Entgiftung obdachlos, ich hatte keine Wohnung mehr, und weil ich nicht wüsste, wo ich hin soll, könnte ich sofort da bleiben. Ja, und dann ist mir da ein Zimmer zugewiesen worden. Mir ist das Gelände gezeigt worden, und der Tagesablauf erklärt worden und so weiter und so fort. Ja, und das war für mich, sage ich jetzt mal, hätte ich nie für möglich gehalten, der erste Schritt in ein vollkommen neues Leben, ein vollkommen neues Leben, in dem in diesen 32 Jahren so viele ungewöhnliche Dinge passiert sind, sehr viel schöne Dinge, sehr, sehr viel schöne Dinge. Ich habe vieles von dem, wovon ich nicht mal gewagt hätte zu träumen, mittlerweile in meinem Leben erreicht. Ich habe, als ich in eine Fähre kam, war ich vollkommen mittellos. Ich hatte nichts, keine Wohnung, keine Arbeit, keine Freunde, kein Geld, Schulden, kein Schulabschluss, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich war, wie man so schön sagt, hier bei uns im Ruhrgebiet, das ist nicht böse gemeint und auch nicht fremdenfeindlich, nackt wie ein Neger. Ich hatte nichts. Und außer das, was ich am Leib getragen habe, ich hatte auch keine Hoffnung, weil ich war, bevor ich in die Entgiftung kam, ins Klinikum, war ich auch schon in der Langzeittherapie, und zuvor war ich obdachlos. Und da bin ich nur mal rückfällig geworden, wie gesagt, bevor ich in die Fähre kam. Und da hatte ich den Glauben an mich selbst und an die Möglichkeit, jemals ohne Stoff leben zu können, vollkommen aufgegeben.
Ich war vollkommen desillusioniert. Und ich habe lange, lange, Monate, wenn nicht sogar Jahre gegen, also Monate auf jeden Fall gegen den inneren Schweinehund kämpfen müssen. Weil es wie so ein kleines Männchen im Ohr, der mir immer zugeflüstert hat, ach mein Gott, ne, komm, du kannst doch gleich wieder Stoff nehmen, du schaffst das doch sowieso nicht. Jetzt bist du vielleicht ein halbes Jahr trocken, dann bist du vielleicht ein Jahr trocken, dann nimmst du irgendwann. Also dieser Rückfall, den ich zuvor gemacht habe, der hat mir dermaßen das Selbstbewusstsein geraubt, das Selbstwertgefühl geraubt, und das war so schwer, irgendwie gegen diese Zweifel anzugehen, weil ich hatte ja nichts, um diese Zweifel zu belegen, zu besiegen, sondern alles sprach ja dafür, dass ich wieder nach einer gewissen Zeit rückfällig werden würde. Ich war ja zuvor auch 8 Monate, sage ich jetzt mal, weitestgehend clean deshalb, ich habe zwar keinen Alkohol genommen, aber meine Mutter hat damals noch Lexotanil genommen, das ist ein Beruhigungsmittel, und wenn ich dann da von der damaligen Therapie, die ich in Duisburg gemacht habe, zu Besuch bei meinen Eltern war, dann habe ich mir von meiner Mutter damals noch eine Lexotanil geben lassen. Heute, wo ich jetzt wirklich 32 Jahre absolut clean gelebt habe und immer noch lebe, weiß ich, dass ich damals den Rückfall damit eingeleitet habe. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe die Angst wieder irgendwie frei gemacht und habe dann irgendwie ja auch die Hemmschwelle irgendwie runtergesetzt, mich enthemmt, und das hat ja letztendlich auch dann zum Rückfall geführt. Irgendwann habe ich, die Angstzustände wurden dann immer stärker, und irgendwann habe ich gedacht, weil häuften sich natürlich auch die Probleme. Ich hatte ja auch einen Berg von Problemen, habe ich ja gerade schon gesagt, keine Freunde, kein Geld, keine Ausbildung, keine Perspektiven. Also das war alles für, ja, und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, ich müsste nochmal Stoff nehmen. Ich könnte nicht aushalten und bin dann nochmal rückfällig geworden. Und der Rückfall war wirklich fürchterlich. Ich bin am nächsten Morgen blutverschmiert im Krankenhaus aufgewacht. Von meinem Geld war nichts mehr da oder wenig. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich hatte vollkommen die Orientierung verloren. Ich hatte ein zerschlagenes Gesicht. Also muss ich irgendwo entweder eine Schlägerei gehabt haben, ich weiß es nicht. Und so ging das dann noch, was weiß ich, ungefähr 3 Wochen weiter. Unterbrochen von anderen Krankenhausaufenthalten, kurzfristigen, und ich bin dann immer wieder abgehauen, bis ich mich dann letztendlich vom Essener Hauptbahnhof ins Klinikum Essen habe einliefern lassen. Ja, und dann, wie eben schon zu Anfangs erzählt, in die Fähre gekommen bin, und der Geist der Fähre damals, mit heute nicht mehr zu vergleichen, die Fähre gibt es immer noch, aber unter vollkommen neuer Leitung, hat nichts mehr mit dem zu tun, was früher da in der Fähre existiert hat. Das ist ein ganz anderes Konzept. Zudem wird ja auch in der heutigen Fähre, wenn man da die Geschichte, Historie liest, wird so getan, als wenn es die Fähre von dem Fred Kollatz nie gegeben hätte. Dabei war er im Grunde genommen derjenige, der das Fundament gelegt hat. Die Häuser, in denen die Menschen da heute leben, haben wir alle gebaut und restauriert. Und das wird alles unter den Teppich gekehrt, wird so getan, als wenn es den Fred Kollatz nie gegeben hätte hier in Essen. Das finde ich traurig. Er hat zwar Fehler gemacht, die ja da letztendlich auch dazu geführt haben, dass er seine Ämter niederlegen musste. Das ist ohne Zweifel so. Aber sein ganzes Wirken hier in Essen zu negieren in der Fähre, das ist verlogen, ist nicht ehrlich, ist nicht aufrichtig. Und immerhin waren viele Leute, sage ich jetzt mal, Unterstützer. Die Fähre war früher ein Genesungsheim, das Gelände der Firma Krupp. Und der Fred Kollatz hat seinerzeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also nach einem größeren Grundstück gesucht hat und auf das Grundstück da der Firma Krupp aufmerksam gemacht wurde, mit Bertolt Balz gesprochen, dem damaligen Kuratoriumsvorsitzenden der Krupp-Stiftung. Und der war so angetan von der Idee und von der Persönlichkeit von Fred Kollatz, dass er ihm mietfrei dieses riesige Gelände, immerhin 100.000 Quadratmeter, zur Verfügung gestellt hatte. Und das zeigt schon, welche Persönlichkeit der Fred Kollatz hatte. Und der damalige Oberbürgermeister Reuschenbach war Ehrenfährmann. Viele, auch Redakteure von Zeitungen, waren Ehrenfährleute. Und wir haben zum Jahresende Glückwunschschreiben von Annemarie Renger gekriegt,
war, glaube ich, damals die Bundestagspräsidentin. Wir haben Besuch gekriegt von Friedhelm Fahrtmann, Minister in Nordrhein-Westfalen. Wir haben Besuch, wir haben Glückwunschtelegramme gekriegt von Weizsäcker. Also viele Persönlichkeiten, teilweise weltweit, haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Der Stern hat einen ganz großen Bericht über die Fähre geschrieben. Der Fred Ehrt damals und die Uta König, der Fred Ehrt als Redakteur, glaube ich, und die Uta König als Fotografin oder umgekehrt vom Stern, waren damals in der Fähre und haben einen großen Bericht geschrieben. Und das hat dann wirklich auch die Fähre, sage ich jetzt mal, weltweit bekannt gemacht. Die hatte Modellcharakter, der Fred hat das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Also war, ich glaube, sogar von der Stadt Essen ist er ausgezeichnet worden. Es war schon was Besonderes und ich finde das einfach traurig, dass die ganze Geschichte von ihm, sein Wirken, unter den Teppich gekehrt wird. Und ja, bin ich noch in der Fähre oder fahre da zu Besuch und dann sehe ich die Häuser, die wir gebaut haben. Direkt, wenn man auf das Gelände der Fähre zufährt, ist ein großes Eisentor. Auf der linken Seite steht ein Haus, das mit Holz vertäfelt ist. Die Holzvertäfelung habe ich unter anderem angebracht. Ich habe vorher das Holz bearbeitet, alles hergestellt. Ich habe die Fundamente, die Drainagen für dieses Haus gebaut. Ich habe von innen das Haus vertäfelt, die Rehgipsplatten an der Wand gemacht. Das habe ich alles gemacht. Ich habe das Dach mitgedeckt. Ich habe die Parkanlagen gepflegt. Wir haben unten das Haus von Fred habe ich mitgebaut. Vom Klaus Schneider, der Flachbau habe ich mitgebaut, die Kläranlage habe ich mitgebaut, die wir gebaut haben. Alles das sind Dinge, die der Fred Kollatz und seine Leute, da waren ja am Ende bis zu 150 Bewohner in der Fähre mit Mitarbeitern geschaffen haben. Und ich sage jetzt mal, die heutige Leitung hat sich salopp gesprochen ins gemachte Nest gesetzt. Von denen hat noch keiner einen Schraubenzieher oder sonst was in der Hand genommen. Und das ist schon traurig, aber wie nichtsdestotrotz, der Fred war seinerzeit, ganz am Anfang war der mir wirklich ein Vorbild. Der war in dem Alter, als ich dahin kam, in dem ich heute bin. Ich war damals 22, 23, ich werde jetzt Ende des Jahres, im Oktober 56. Und der Fred war so alt wie mein Vater damals. Und ich habe zu der Zeit vorher nie und auch später nicht nie einen Erwachsenen kennengelernt, der so ehrlich über sich, über sein Inneres berichtet hat, über seine Ängste, über seine Unzugänglichkeiten, über seine Sucht. Ich habe mich immer danach gesehnt, einen Erwachsenen, vor allen Dingen ein männliches Vorbild zu haben, das so ehrlich ist. Das hat mir immer gefehlt. Mein Vater hat nie über sich gesprochen, über seine Gefühle und nichts. Und am Anfang, als ich den Fred habe reden hören, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, habe das alles nicht für möglich gehalten, war voller Zweifel. Aber mit der Zeit habe ich eben gespürt, der sagt das nicht nur, sondern der lebt danach. Und dann habe ich versucht, in seine Fußstapfen zu treten und habe ich gedacht, so möchte ich auch leben. Zumal ich die Idee, dass Suchtkranken helfen und das wir alles selber machen. Wir haben ja alles selber gemacht. Wir haben die Häuser selber gebaut, wir haben unser Brot selber gebacken, wir haben unsere Wäsche selber gewaschen, wir haben unsere Wäsche selber genäht. Wir haben ja alles, wir haben alles selber gemacht. Wir haben unser Essen selber gekocht, wir haben unsere Kartoffeln selber geschält, wir haben selber gespült, alles. Wir haben einen eigenen Friseur gehabt, wir haben einen eigenen Elektriker gehabt. Und wenn wir dann Häuser gebaut haben, dann haben wir fast alles selber gemacht, auch die elektrischen Leitungen gelegt. Das Einzige war, dass später dann eine Fachfirma kam und hat alles abgenommen. Aber ansonsten haben wir alles selber gemacht. Und die Parkanlagen entweder selber gepflegt oder auch erweitert und neu angelegt. Also der zweite Park, wenn man in der Fähre ist, war ja früher eine Kuhweide. Und wir haben dann erst aus der Kuhweide, die wir dann auch noch gekriegt haben, haben wir dann noch einen weiteren Park gemacht. Da ist dann auch ein Schachbrett angelegt worden und da war dann für die Kinder ist dann ein Kindergarten angebaut worden, kleiner, und Wege sind angelegt worden. Also das haben wir ja alles gemacht und das hat natürlich auch meinem Selbstwertgefühl gut getan und nicht nur meinem, auch dem Selbstwertgefühl vieler Bewohner da in der Fähre, weil wir gesehen haben, wir sind nicht nur irgendwelche kaputten Loser, die nichts können, sondern wir können wirklich
Großartiges vollbringen, großartiges leisten. Und dazu kam natürlich die positive Anerkennung auch der Gesellschaft. Wie gesagt, die Presseartikel, selbst Fernsehberichte gab es über die Fähre. Der WDR hat regelmäßig berichtet, die Bild-Zeitung, die WAZ, die NAZ, wie gesagt, der Stern. Ja, alles das zusammen irgendwie, das hat uns natürlich auch sehr selbstbewusst gemacht. Und wer weiß, wenn der Fred damals da nicht die Fehler gemacht hat, die er dann gemacht hat. Er ist ja vor 10 Jahren, soviel ich weiß, 76-jährig am Bodensee dann gestorben. Wäre ich vielleicht heute noch in der Fähre, weil die Fähre hat mir ja eine Heimat geboten, die hat mir eine Perspektive geboten, die hat mir Sinn gegeben. Ich brauchte mich nicht fragen, wofür ich lebe, ob mein Leben Sinn macht, das habe ich jeden Morgen gewusst. Jeden Tag kamen neue Menschen aus Entgiftungen, aus Krankenhäusern, die dann ängstlich und mit fragenden Blicken vor mir und vor uns standen. Und ich konnte mit meinem Wissen, mit meiner Erkenntnis, mit meiner Nüchternheit eben diesen Menschen weiterhelfen, behilflich sein, auch wenn es nicht alle geschafft haben, aber einigen behilflich sein, den Weg auch in ein nüchternes Leben zu finden. Wenn das keinen Sinn macht, jemandem zu helfen, aus der Sucht auszubrechen, wer das selber mitgemacht hat im eigenen Leib, wer selber weiß, was Sucht aus dem Menschen macht, wie sehr die demütigt, wie sehr die erniedrigt, wozu man sich hinreißen lässt und welche Dinge man macht, um dann später seine Abhängigkeit zu befriedigen, das ist sehr schwer, das damit fertig zu werden und dann auch später dann nüchtern zu verarbeiten, damit leben zu lernen, weil du kannst es ja nicht wegdrücken. Wenn du nüchtern lebst, musst du das akzeptieren, dass du bestimmte Dinge, die dir heute noch die Schamesröte ins Gesicht treiben, dass du die getan hast und damit leben und sich auch dazu stellen und dazu bekennen, das ist nicht einfach. Und ja, und das habe ich eben in der Fähre gelernt und diese Offenheit, die haben wir da auch praktiziert, sich selber ehrlich zu begegnen und anderen ehrlich zu begegnen. Ja, und wirklich sauber zu sein, innerlich auch sauber zu sein, ein sauberes Gewissen zu haben. Ja, und als dann die Fähre, wie gesagt, Fred Kollert soll damals Gelder veruntreut haben, ich sage jetzt mal salopp gesprochen, den Bach runterging, da habe ich dann im Streit die Fähre verlassen und habe erstmal meine Eltern gewohnt, weil ich keine Wohnung hatte und nichts, und habe mir dann, wie gesagt, dann bin ich in den Tagen darauf dann zum Arbeitsamt, zum Sozialamt, zum Wohnungsamt gegangen und habe gesehen, war damals alles noch viel einfacher als heute. Das war ja in den 80er Jahren, 1986, als ich dann die Fähre verlassen habe. Da gab es noch Möglichkeiten, Arbeit zu finden, und eine Wohnung hatte ich schnell. Innerhalb von 6 Wochen hatte ich Arbeit und Wohnung und bin dann auch bei meinen Eltern ausgezogen. Und dann habe dann auch angefangen, meine Schulden, die ich noch hatte, zu bezahlen und zurückzuzahlen. Ja, und habe dann, wie gesagt, nachdem ich meine Schulden bezahlt habe, habe ich dann mit Freunden in Essen hier einen Verein aufgebaut, der dann auch Suchthilfe angeboten hat. Leider Gottes ist dann, ja, ungefähr nach 2, 3 Jahren der Verein, sage ich jetzt mal, niedergegangen. Wir haben, uns hat die Disziplin gefehlt, vielleicht den Verein dann da wirklich vernünftig zu führen, wie auch immer. Wir waren eine Zeit lang sehr erfolgreich, aber das hat dann doch nicht geklappt. Parallel dazu bin ich dann damals nochmal zur Schule gegangen. Gesundheitliche Probleme haben den Ausschlag gegeben, weil ich gesagt habe, ich drücke nochmal die Schulbank. Ich hatte ja, wie gesagt, keine Schulabschlüsse und bin dann voller Zweifel dann zur Abendrealschule gegangen, Hauptschulabschluss nachgemacht, und das hat dann gut, ich war nüchtern, ich war ehrgeizig, ich wusste, du hast nur diese eine Chance, du musst die nutzen. Ich habe auch geübt. Ich bin da also nicht wie früher, als ich jung war und da schon Alkohol und Drogen konsumiert habe, sehr nachlässig damit umgegangen, sondern ich habe das wirklich mit der nötigen Ernsthaftigkeit alles betrieben und habe auch wirklich mich auf die Hinterbeine gesetzt und gepaukt und habe dann wirklich sehr gute Zensuren geschrieben und habe dann nach 2 Jahren meine mittlere Reife gehabt. Ja, und dann habe ich die Freunde ermutigt, weiterzumachen, und dann, ja, erst habe ich versucht, irgendwie einen Seiteneinzig-Stich zur Uni zu kriegen, irgendwie, aber das hat nicht geklappt. Ja, dann habe ich dann mein Fachabitur nachgemacht
Habe auch da schon Schüler-BAföG gekriegt, weil ich ja auch einen eigenen Haushalt hatte. Und nach dem Fachabitur habe ich dann angefangen zu studieren, erst in Düsseldorf, dann nach Essen Sozialpädagogik. Ja, und habe dann auch mein Anerkennungsjahr nach dem erfolgreichen Studium, habe meine Diplomarbeit mit 1 geschrieben. Thema war Jugend und Sucht. Habe vorher verschiedene Praktikas gemacht, eins in der Gesamtschule, eins im Behindertenbereich. Habe eine Freizeit von Menschen mit Behinderung begleitet. Und habe dann, wie gesagt, bin dann auch auf den Geschmack gekommen irgendwie, habe Interesse ist geweckt worden, mit Behinderten zu arbeiten. Und dann habe ich mein Anerkennungsjahr auch in der Behinderteneinrichtung gemacht in Gelsenkirchen. Ja, und nach einem Jahr, wie gesagt, habe ich dann erfolgreich mein Anerkennungsjahr absolviert und war dann staatlich anerkannter Diplom-Sozialpädagoge. Da war ich dann sehr stolz drauf und dann habe ich erstmal keine neue Stelle gefunden und war dann kurze Zeit bei der Post als Briefträger und habe dann durch sehr viel ja, Glück irgendwie die Chance gekriegt, im Dezember 1998 bei meinem jetzigen Arbeitgeber anzufangen. Bin also jetzt im 16. Jahr dort tätig, habe da als Sozialpädagoge angefangen. Und habe mich in dem Unternehmen wirklich nach und nach auch etablieren können. Und ja, ich habe während der Ferienzeit meine Führerscheine nachgemacht, den Führerschein Klasse 1 und 3. Ja, wovon ich immer nie geträumt habe, aber was ich nie für Möglichkeiten hätte, bin mittlerweile leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ja, hab natürlich, fahre auch gerne Auto. Ich lebe hier mit Tieren. Ich habe einen Papagei, einen Graupapagei, der meinen verstorbenen Eltern gehört hat. Aber nachdem beide gestorben sind, habe ich mich dann des Vogels angenommen. Ich hatte ohnehin die stärkste Beziehung zu dem Tier von Anfang an. Also der Vogel kennt mich ja auch noch nüchtern. Der ist ungefähr 25 Jahre alt und ich trinke seit 32 Jahren nicht mehr. Ja, und ich habe immer schon eine Beziehung zu Tieren gehabt, das habe ich von meinem Vater. Und ich habe auch hier ein Aquarium und ja, und noch weitere Vögel, Wellensittige und Mosambikzeisig. Ja, das sind so die Dinge, die mir auch Kraft geben. Ich brauche da eben Tiere um mich rum und die geben so viel Liebe. Und ja, dann meine Pflanzen, ja, Musik, Literatur, ich habe einen Blog, ich schreibe ganz gerne. So wie ich auch jetzt hier offen über mich spreche, so schreibe ich auch über mich. Oder über meine Erfahrungen, die ich so mache, über Dinge, die mich irgendwie, ja, auch gesellschaftlich irgendwie ansprechen, die mich traurig machen, die mich ängstigen. Weil es gibt natürlich auch Dinge, ich bin ja nicht losgelöst, bin ja ein Teil der Gesellschaft, Dinge, die mir Angst machen. So bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, die ich nicht für gut heißen kann. Also, was ich nicht für gut heiße, ist zum Beispiel, wie mit unseren Renten umgegangen worden ist. Ja, uns ist mal eine sichere Rente versprochen worden. Das macht natürlich Angst, wenn man älter wird und nicht mehr die Kraft hat, irgendwie sich was dazu zu verdienen und von der Rente leben muss. Und dann die Politiker, da muss ich so sagen, in unverantwortlicher Weise dafür gesorgt haben, dass die Rente, die man dann später kriegt, unter Umständen nicht für ein Leben reicht. Das macht Angst, weil man sich dann fragt, was mache ich im Alter dann? Ich habe dann nicht mehr die Kraft, nebenbei was zu machen, nebenbei arbeiten zu gehen. Ja, oder wenn die Gesundheitskosten immer mehr steigen und du musst immer mehr zuzahlen, also mit anderen Worten, Pflegeversicherung, also so existenzielle Sorgen. Und da finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, und gleichzeitig hört man, dass Millionäre immer reicher werden, die Reichen in unserem Land immer reicher werden und keiner macht was. Die Banken mit unserer Existenz Schindluder treiben, mit Milliarden gezockt haben. Wir hatten ja die Finanzkrise, wir hatten die Eurokrise. Ja, und das finde ich sehr bedauerlich. Ich meine, ich bin ein Kind der Nachkriegszeit irgendwie. Ich bin, sage ich jetzt mal, so in den Anfängen des Wirtschaftswunders, bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen. Ich habe noch, sage ich jetzt mal, die Ausläufer der Armut kennengelernt. Fleisch war damals was ganz Besonderes. Gab es nur sonntags, während der Woche gab es Suppen. Die Kindheit war relativ bescheiden, es wurde noch nicht so viel verdient. Und trotzdem irgendwie, trotz der, sage ich jetzt mal, existenziellen Schwierigkeiten, die man hatte, war man trotzdem voller Zuversicht.
weil es ging immer aufwärts. Und ja, und in gewisser Hinsicht, das hat man ja auch an der Wahlbeteiligung früher gesehen, da kann jeder gerne nachgucken, gab es auch innerhalb der Bevölkerung eine große Zuversicht und Vertrauen in die Politiker. Und das ist, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt sieht, hier, wir hatten gerade Europawahlen, da sind nicht mal 50% wählen gegangen. Etwas, ich glaube, ich weiß nicht, 47%, das ist eine Schande, dass die Politiker vor allem mit uns Menschen gemacht haben, dass die Menschen so entmutigt sind, dass sie noch nicht mal mehr wählen gehen. Das ist eine ganz große Schande und die sollten sich schämen. Aber leider Gottes werden wir auch mittlerweile von Politikern regiert, die eben nicht der Nachkriegsgeneration angehören, sondern die Nachgeborenen, die haben alles vergessen. Die meinen nur noch Materialismus und Geld und Geld und sich selber bereichern, das wäre das A und O. Und ja, sage ich jetzt mal, das Herz ist nicht mehr am rechten Fleck. Also ich sage jetzt mal, passieren Dinge, auch die jetzt hier ganz aktuell, der Konflikt in der Ukraine, hätte ich nie für möglich gehalten, dass es so weit mitten in Europa nochmal gibt. Also weit weg ist die Ukraine nicht. Und dass auch westliche Politiker durch ihr aus meiner Sicht unverantwortliches Handeln da uns in solche großen Gefahren bringen. Auch der Rechtsruck in vielen europäischen Ländern, den finde ich beängstigend. Also ich sage jetzt mal, das habe ich ja alles auch bewusst mitgekriegt seit dem Zusammenbruch 1989, 90 des Ostblocks, der Sowjetunion, der sogenannten Perestroika, die ja eigentlich was Positives eigentlich zur Folge haben sollte. Habe ich damals schon befürchtet irgendwie und ich habe recht behalten, dass die Welt unsicherer wird. Zum einen sage ich jetzt mal, weil durch den Zusammenbruch des Sozialismus hat der Kapitalismus keinen Gegenpol mehr gehabt. Es ist ein riesiges politisches Vakuum entstanden. Die Menschen waren desillusioniert. Die Kapitalisten haben ihre Chance gesehen und haben den Kapitalismus wirklich schamlos über die Welt verbreitet, mit verhängnisvollen und mit dramatischen Folgen. Es gab kein politisches Gegengewicht mehr. Alles, was links war, alles, was, sage ich jetzt mal, mit Verteilung, mit Gerechtigkeit und so, das ist belächelt worden. Dann hat man immer gesagt, guck doch mal, was wollt ihr denn? Der Sozialismus ist doch gescheitert. Da, Sowjetunion, was ist da draus geworden? Und die Leute, die für, sage ich jetzt mal, Entfesselung der Märkte, den Arbeitsmarkt entlockern, die freier machen. Und wir haben es ja heute, wir reden ja von prekären Arbeitsverhältnissen, wir reden von Niedriglohnsektor, wir reden von Minijobs, wir reden von Renten, von denen man nicht leben kann. Wir reden, hätte man nie für möglich gehalten, in so einem reichen Land von Kinderarmut, von Armut von alten Menschen. Ist unfassbar, ist unfassbar. Dass Politiker, und die mache ich dafür verantwortlich, die sind von uns gewählt, dazu haben kommen lassen. Und das ist auch ein Teil meines nüchternen Lebens. Das finde ich unverantwortlich. Und auch die Eliten, auch die wirtschaftlichen Eliten, die sich nicht gemäßigt haben und nicht bereit sind zu teilen, die Mächtigen, und dafür zu sorgen, dass es hier in unserem Land ein bisschen gerechter zugeht. Und sobald irgendwie von was abgeben die Rede ist, geht der große Aufschrei los und dann wird damit gedroht, die Firmen wandern dann ab ins Ausland und die Millionäre hauen dann ab irgendwo hin, verlagern ihr Geld woanders hin. Also wenn das die Zukunft ist, dann finde ich, wenn es so eine unsolidarische Welt geben sollte, also das ist, und jeder gegen jeden und der Egoismus im Grunde genommen neue Blüten irgendwie treibt, finde ich traurig. Und ich sage mal ganz ehrlich, das macht auch die Befindlichkeit aus. Ich meine, versuche mich davon frei zu machen, sage ich jetzt mal, weil letztendlich bin ich für mich verantwortlich, ich muss auf mich achten. Aber ich lebe ja nicht im Wolkenkuckucksschloss, sondern ich bin Teil dessen, was mich umgibt, und ich kriege das alles mit. Ich finde das einfach schrecklich. Ich bin ein Kind von Willy Brandt. Ich bin, ja, sage ich jetzt mal, gerade, ja, die 68er irgendwie, die Zeit, die hat mich nun mal geprägt. Und
Ja, auch auch wenn ich da noch, sage ich jetzt mal, ein Heranwachsender war, die Proteste gegen den Vietnamkrieg und so weiter, Make Peace Not War, Make Love Not War, das habe ich natürlich geprägt, das habe ich verinnerlicht. Ja, und ich habe auch, was weiß ich, auch wenn ich so richtig bewusst durch meine Sucht, aber so ein bisschen auch Kommune kennengelernt und alternative Lebensformen. Und also selbst die Zeit da in der Fähre, so fing ja jetzt dieses Video an, war ja auch prägend irgendwie für mich. Da habe ich ja auch mit wenig leben müssen. Wir hatten 100 Mark Taschengeld im Monat für Tabak und ein bisschen Kaffee, damit man mal vielleicht irgendwo einen Kaffee trinken konnte. Aber ich war nicht unglücklich, ich war zufrieden, weil ich wichtige andere elementare Dinge hatte. Ich hatte Menschen um mich rum, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie wichtig zu sein, eine Rolle und meinen Beitrag leisten zu können in dieser Gemeinschaft. Ja, ich habe Sinn gehabt in meinem Leben. Ja, und ich war ja mit den wesentlichen Dingen war ich ja versorgt. Meine Wäsche ist gewaschen worden. Ich hatte saubere Kleidung. Ich hatte ein Bett, um zu schlafen. Ich habe Frühstück, Mittagessen, Abendbrot gehabt. Ich habe in einer wunderschönen Umgebung gelebt. Ja, dadurch, dass ich nicht getrunken habe und keine Drogen mehr zu mir genommen habe, brauchte ich also ja auch nicht so viel Geld. Ich meine, ich habe mir Tabak geholt. Für Zigaretten hat es nicht gereicht und habe selber gedreht. Mittlerweile rauche ich auch seit 4 Jahren nicht mehr, aber damals habe ich eben nur geraucht und ich habe lange danach auch noch geraucht, aber irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist genug mit der Raucherei. Da habe ich mich auch immer schuldiger gefühlt, so meiner Gesundheit gegenüber. Und mein Vater hat mehrfach Krebs gehabt und dann habe ich gedacht, willst du so lange warten, bis du eventuell auch mal so eine Diagnose kriegst? Und dann habe ich eben, wie gesagt, mit dem Rauchen aufgehört. Das ist mir Gott sei Dank genommen worden. Ich war im Krankenhaus, weil ich eine schwere Hautallergie hatte und den Zeitpunkt habe ich dann eben genutzt und hab dann nach dem Krankenhausaufenthalt mein letztes Päckchen Tabak verschenkt und hab, muss ich ganz ehrlich sagen, keine großen Probleme gehabt im Rauchen aufzuhören, weil ich vorher schon während der Krankheit da ganz wenig geraucht habe. Und deswegen sage ich heute, das ist mir genommen worden. Vom Alkohol, von den Drogen, von den Medikamenten loszukommen, war wesentlich schwieriger. Das war wirklich ein Kampf, das war ein richtiger Kampf, der sehr mühselig war, der sehr anstrengend war und der mit vielen Höhen und Tiefen habe kämpfen müssen und teilweise auch geprägt von Suizidgedanken, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht irgendwie. Also das ist mir nicht zugeflogen. Nüchternheit, irgendwie langjährige, jahrzehntelange Nüchternheit, ist dann kein Zuckerschlecken. Da muss man schon was für tun und man muss am Ball bleiben. Und wenn ich nicht so einen unbedingten Lebenswillen gehabt hätte, wäre ich längst tot. Aber ich wollte einfach leben und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der liebe Gott wollte, dass ich lebe, weil ich habe, wo ich drauf war, alles dafür getan, vor allen Dingen, als ich obdachlos war, jeden Tag, um zu sterben und ich bin nicht gestorben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, der liebe Gott, der will, dass ich lebe und dann akzeptiere ich, dass ich lebe. Und ich habe auch, als ich solche Suizidgedanken habe, da habe ich natürlich Angst vor mir selber gehabt, dass ich das umsetzen könnte. Und ich habe mir ich habe mir wirklich ausgemalt, auf welche Art ich mich umbringe. Und dann, also es war wirklich schlimm. Und ich habe schweißgebadet, wohlgemerkt, nüchtern, ohne Alkohol, ganz nüchtern, im Bett gelegen, Nächte nicht geschlafen, wirklich mit mir gerungen. Vor Jahren haben mir meine Schwester gedroht, oder vor geraumer Zeit, ich würde mal ganz einsam sein. Meine Schwester weiß gar nicht, die mir das gesagt hat, wie einsam ich schon in meinem Leben gewesen bin. Da weiß keiner von denen was, weil die von meiner Einsamkeit überhaupt nichts mitgekriegt haben. Ich war schon einsam, da war die noch gar nicht auf der Welt. Da war ich schon einsam. Deswegen braucht mir keiner mit Einsamkeit drohen. Ich habe so viele Nächte einsam und alleine irgendwo verbracht, auch während der Obdachlosigkeit. Wo waren die denn da alle? Da muss mir keiner mit Einsamkeit drohen. Ich kenne Einsamkeit. Habe es am eigenen Leib kennengelernt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich verloren ist. Im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Richtig. Mittellos, nackt, nichts hat, draußen schläft, bei Wind und Wetter, wenn man getreten, geprügelt und sonst was wird. Habe ich alles erlebt. Da war keiner von denen da. Alles. Ich habe mich durchgeschlagen. Ich habe mehrere Monate während der Obdachlosigkeit auf der Kirmes gearbeitet. Sonst hätte ich die Obdachlosigkeit gar nicht überlebt. Deswegen, da muss mir keiner was erzählen, da war nichts von meiner Familie. Oder die Nächte, die ich in meiner Wohnung alleine verbracht habe, da war keiner von denen. Ich habe nie einer besucht, nie ist einer vorbeigekommen. Nie, nie. Von dem braucht mir keiner was erzählen. Keiner. Und als ich in der Fähre war,
Und wir haben auch keiner. Die waren froh, dass ich in der Fähre war und dass die draußen munter ihr Leben weiterleben konnten. Also mir muss keiner was erzählen von denen. Keiner. Und durch die ganzen Erfahrungen, auch der Egoismus von denen, die haben mich dazu gemacht, der ich heute bin. Ich habe gesehen, was von denen ist. Rücksichtnahme auf mich. Ich weiß noch, als ich aus der Fähre war, mein erster Geburtstag in meiner ersten eigenen Wohnung, habe ich gesagt, gib keinen Alkohol. Ja, was für ein Gesicht gezogen worden ist. Die kamen in meine Wohnung, haben mir ein Päckchen Tabak lieblos geschenkt und nachdem sie eine Tasse Kaffee und Kuchen getrunken haben, waren sie ruckzuck verschwunden. Wenn hier eine Kiste Bier gestanden hätte, nicht hier in der Wohnung damals, wäre ich die gar nicht losgeworden. Die hätten wahrscheinlich noch gesoffen, wenn ich schon im Bett gelegen hätte. Aber da haben die nicht an mich gedacht, obwohl sie selber gesehen haben, was die Sucht aus mir gemacht hat. Und ich könnte so viel erzählen. Oder meine Schwestern, wie sie mir in den Rücken gefallen sind, weil ihnen ihr eigenes Trinken lieber war als die Nüchternheit des Bruders. Ja. Da haben sie nicht gesagt, mein Bruder ist Alkoholiker und ich habe gesehen, wie schlimm das war für meinen Bruder. Was hat gemeint, da verzichten wir mal oder nehmen wir ein bisschen Rücken, nix. Hauptsache, wir können trinken. Also wenn ich nicht an mich geglaubt hätte, meine Familie hat nicht an mich geglaubt, von denen habe ich keine Unterstützung gekriegt, nicht wirklich. Die waren eher, mittlerweile jetzt, wo sie älter geworden sind, ist das vielleicht auch ein bisschen anders geworden, weil sie ihre Wehwehchen haben und selber krank sind. Jetzt ist das vielleicht mit dem Alkoholkonsum auch nicht mehr so extrem, kann ich nur muten, man hat keinen Kontakt mehr. Aber früher, ohne Rücksicht auf Verluste, jahrzehntelang. Mir muss von den Vögeln keiner was erzählen. Jetzt, wo sie selber nicht mehr trinken können oder dürfen, jetzt können sie nachvollziehen, wie das für mich ist. Wie das war. Und das mache ich aber schon seit 32 Jahren. Ich meine, ich will jetzt hier nicht weinen. Dazu gibt es auch keinen Anlass. Aber das sind auch Tatsachen. Ne? Also, wie gesagt, es gibt vieles Schönes in meinem Leben. Auch wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, einen großen Bogen geschlagen habe von meiner Geschichte in der Fähre, von meinem Werdegang, auch von dem, was sich jetzt gesellschaftlich tut und auch über meine familiären Dinge gesprochen habe. Wie gesagt, ich bin trotzdem dankbar, dass ich hier sitze, dass ich noch lebe, weil ich kann die Menschen, mit denen ich damals in der Fähre nüchtern geworden bin und die mittlerweile tot sind, auf unterschiedlichste Weise zu Tode gekommen sind, entweder durch Selbstmord, durch AIDS, HIV, durch Überdosis Heroin, durch Alkohol, haben sich aufgehangen, von der Brücke gestürzt, sind tot in der Badewanne gefunden worden, sind an Krebs gestorben und ich weiß nicht was. Also so viele Tote und die waren teilweise jünger wie ich oder in meinem Alter und das hat mich eben geprägt und ich habe eben erkennen und lernen müssen, wenn du nicht auf dich aufpasst, wenn du nicht auf dich achtest, das tut keiner für dich, bist du verloren. Und ich habe so oft Situationen gehabt, während des Studiums ging es mir ganz schlecht, da waren meine Nerven auch blank. Und obwohl meine damalige, mich behandelnde Ärztin wusste, dass ich Polytoxikomane bin, das heißt mehrfach abhängig von Alkohol, Tabletten und Drogen abhängig war, wollte die mir Beruhigungsmittel verschreiben. Und dann habe ich meiner Ärztin gesagt, Frau Doktor, wissen Sie nicht, dass ich tablettenabhängig bin? Ach, Herr Treutler, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, wenn ich jetzt den Arzt als Alibi genommen hätte, hätte ich sagen können, der Arzt hat doch gesagt, ich soll die nehmen. Da wäre ich wieder drauf gewesen, mit Beruhigungsmitteln. Nee. Und so gab es zig Situationen, oder wenn Leute gesagt haben, hast schon so lange nichts getrunken, dann kannst du aber auch mal ein Bier trinken oder so. Wäre ein leichtes gewesen, dann nicht ein Bier getrunken. Nee. Also ich bin auch mit Drogen konfrontiert worden, selbst mit harten Drogen, mit Kokain, also solche Sachen. Nee. Also sag auch, und mir ging es nicht immer gut, aber für mich war eins klar, das kommt nicht mehr in Frage. Ich wollte mir das nie wieder antun. Denn das kann nur einer verstehen, der selber mal süchtig gewesen ist. Wenn du diese Hölle hinter dir hast, kannst du nicht mehr locker mit Alkohol umgehen. Ist das nicht mehr mal eben mal lecker ein Trinken? Das ist die Hölle. Der Entzug ist die Hölle. Die Angst, die in dir ist, ist die Hölle. Was du machst, ist die Hölle. Oder Drogen, weil ich alles erlebt habe. Nee.
Auch wenn es schon lange her ist. Aber das vergesse ich mein ganzes Leben lang nicht. Und die eingeschlossen in irgendeiner Psychiatrie. Ich durfte noch nicht mal alleine duschen gehen, da stand jemand dabei. Ich durfte mich nicht alleine rasieren, weil die Gefahr bestand, dass ich Suizid mache. Bin rasiert worden, wie ein kleines Kind. Nichts alleine machen, vollkommen entmündigt. Wer das hinter sich hat, der weiß die Freiheit der eigenen Entscheidung. Die Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will. Ohne dass ich einen Zwang habe. Irgendwas tun zu müssen, was ich gar nicht will, nämlich Sucht ist Zwang. Du kannst nicht sagen, ich will nicht, du musst, du wirst verrückt, wenn du nichts nimmst. Und wer das erlebt hat, was das heißt, diesem Zwang entronnen zu sein, der weiß, was ich fühle, was viele, Millionen und weltweit und in Deutschland mit gleich mir fühlen. Welche Befreiung das ist und wie viel Dankbarkeit und Demut man empfindet, dieser Hölle entronnen zu sein. Und was weiß ich, noch einmal die Welt sehen zu dürfen, noch einmal nüchternen Sonnenaufgang erleben zu dürfen und viele andere Dinge, die für mich, du bist gefangen in der Flasche, sonst nichts. Nichts. Bestimmt deinen ganzen Tagesablauf. Du stehst morgens auf, der erste Gedanke, du gehst abends ins Bett, der erste Gedanke. Was ist das für ein Leben? Das ist überhaupt kein Leben. Das ist ein Scheißdreck. Oder gefangen von einer Nadel oder gefangen von einer Pille. Nichts. Nichts anderes beschäftigt dich mehr. Nur noch das. Wo kriege ich Geld dafür her? Wo kriege ich die Pillen her? Was weiß ich? Dann die ganze Lügerei, die anderen alle belügen, immer was vormachen, sich selbst was vormachen. Und was man so. Und ständig hat man irgendwelche anderen Probleme, weil man seine Miete nicht bezahlen kann, weil man dies nicht bezahlen kann, weil man das nicht macht, weil man unzuverlässig ist, weil man nicht arbeiten geht, weil man Verabredungen nicht einhält, Vereinbarungen nicht einhält und. Ja, und dann natürlich auch noch der psychische und körperliche Verfall, der dazu kommt, ne? Der soziale Verfall, die mangelnde Hygiene, der Schmutz, der Dreck. Da ist überhaupt nichts Schönes dran. Da ist überhaupt nichts Schönes dran. Und das ist Sucht. Das ist Sucht. Und das ist wirklich ein Scheißdreck. Ist ein Scheißdreck. Und davon frei zu sein, das ist das größte Geschenk. Auch wenn das Leben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das weiß ich wohl. Ich habe, wie jeder andere auch, meine Höhen und Tiefen. Und ich habe genau wie alle anderen auch Härten im Leben gehabt und werde wahrscheinlich noch Härten in meinem Leben haben. Ich habe jetzt in den vergangenen Jahren seit 2009 Vater und Mutter beerdigen müssen. Ich habe 1988 meine nach mir geborene Schwester verloren. Die ist gerade mal 29 Jahre alt geworden. Da war ich gerade mal etwas über 4 Jahre trocken und damit habe ich meine Schwester verloren. Das war der größte Schock, oder etwas über sechs Jahre trocken, der größte Schock in meinem Leben, die zu verlieren. Ich bin 1958 geboren, die 1959. Wir waren ein Jahr auseinander. Das war, und das ist bis heute so, als wenn mir jemand ein Stück aus meinem Herz rausgeschnitten hat. Und die fehlt mir heute noch. Die fehlt mir heute noch. So ist das. Und ich habe mich schuldig gefühlt. Und wie? Weil ich mich gefragt habe, warum stirbt die und nicht ich? Ich habe alles getan, um tot zu sein. Ich lebe und meine Schwester, die nichts getan hat, die eine kleine Tochter zu Hause hat, muss sterben. So ist das Leben. So ist das Leben. Und ich weiß nicht, was zwischen Himmel und Erde ist. Ich weiß nicht, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht. Ich persönlich denke, es gibt eine Kraft. Aber diese Kraft meint nicht nur mich, meint nicht nur uns Menschen, sondern es gibt eine Kraft, wenn, dann ist es eine universelle Kraft und die sorgt sich um jedes Leben. Und mag es aus unserer Sicht noch so nichtig sein, obwohl es gibt nichts Nichtiges. Alles hat seinen Sinn, jedes Lebewesen hat seinen Sinn. Und wir sind, das ist einfach Menschenwerk, wir sind auch nicht die Krone der Schöpfung. Wir mögen vielleicht das Komplizierteste und was die intellektuellen Fähigkeiten anbetrifft, die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, unseres Intellekts, das intelligenteste Lebewesen sein. Aber wenn man sich die Welt anguckt und wenn man sich anguckt, was wir da so machen, so und meine Artgenossen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob uns die Intelligenz da großartig weitergebracht hat. Also wir haben zwar eine Raumstation gebaut, aber wenn ich mir angucke, was wir hier auf der Erde veranstalten, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das doch alles absurd. Ist doch eine verrückte Welt. Wir haben eine Raumstation da oben im Himmel. Wir wollen irgendwie zum Mond fliegen oder zum Mars und da eventuell, bei Null anfangen.
Wir sind dabei, die Erde zu vernichten. Die Fische, die Meere sind leergefegt. Jeden Tag oder regelmäßig hören wir, dass wir irgendwelche Urwälder abgeholzt werden. Wir beuten alles aus. Also eigentlich müssten wir doch erstmal auf der Erde anfangen, Frieden zu machen. Und hier anders zu leben, bevor wir daran denken, woanders hinzugehen. Und mit uns anders umgehen. Mit uns, mit unseren eigenen Artgenossen. Und mit den Lebewesen um uns rum. Nicht nur die halten, um so auszubeuten und um so aufzuessen. Mehr Respekt vor allem. Wir haben doch vor nichts mehr Respekt. Wir haben doch die Achtung verloren. Vielleicht hat Nietzsche recht, Gott ist tot. Nicht, weil er tot ist. Nee, weil Gott kann ja nicht sterben. Sondern weil wir ihn in uns getötet haben. Nee? Also unser Gewissen, weil wir nicht mehr drauf hören. Und das meinte Nietzsche, als er gesagt hat, Gott ist tot. Gott kann immer da sein, aber wenn der Mensch irgendwie gottlos lebt, dann ist für ihn der Mensch, für ihn dann Gott nicht existent. Und ich muss Gott wieder in mein Leben holen. Also das heißt, was heißt denn Gott in mein Leben holen? Das heißt, die Achtung einfach haben vor dem Leben. Und wenn ich die Achtung vor dem Leben habe, dann hört das nicht bei mir selber auf. Das fängt vielleicht mit mir an, aber dann habe ich die Achtung vor allem, was lebendig ist. Und dann gehe ich auch entsprechend damit um. Und dann bin ich nicht maßlos gierig und lebe nach dem Motto, wie wir das ja letztendlich tun, nach mir die Sintflut. Scheißegal, was da kommt. Wird schon. Hauptsache ich, ne? Spielt keine Rolle. Das irgendwie, wie soll ich das sagen? Das ist alles so ein bisschen irgendwie aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Also diese vermeintliche Ordnung, die wir meinen, die Sicherheit, dass alles so läuft, das ist ein Trugschluss. Die Menschen in der Ukraine haben bis vor wenigen Monaten noch gedacht, da hätten sie diese Ordnung auch. Die in Griechenland vor wenigen Jahren hätten die Ordnung auch. In Spanien haben gedacht, wir hätten die Ordnung auch. Und ja, oder Frankreich, guck, wohin du willst. Das ist alles eine Illusion. Das ist eine Illusion. Ein Fingerschnipp. Ein Börsencrash. Ein Computerabsturz weltweit. Und dann ist Feierabend. Dann geht gar nichts mehr. Auch das hier nicht. Das ist natürlich auch mit mir Feierabend, mit dem, was ich hier erzähle. Wir leben in der Illusion der Sicherheit. Da ist nichts. Wenn von heute auf morgen die Computer ausfallen, komme ich an keinen Bankautomaten mehr. Ich komme an kein Geld mehr. Ich komme in keinen Supermarkt mehr. Ich kriege nichts mehr zu essen. Es läuft kein Wasser mehr. Es funktioniert kein Strom mehr. Sicherheit. Und was ist denn damit Freiheit? Wo ist die denn dann, die Freiheit? Wir sind alles kleine Abhängige, sonst nichts. Freiheit ist eine Illusion. Wenn heute einer den Stecker rauszieht, dann sehen wir mal, wie frei wir sind. Wenn mit dem Scheckbuch nichts mehr zu machen ist. Wer kann denn noch selber was Nahrung anpflanzen? Wer kann denn noch selber ein Haus bauen? Wer kann sich denn selber noch ein Fell gerben, um sich zu wärmen? Und. Sagen wir doch mal realistisch. Wenn wir nicht gefüttert werden, verhungern wir. So sieht's doch aus. Und wenn uns keiner die Wohnung warm macht, was ist denn dann? Nee, also, wie gesagt, wir leben in einer Welt der Illusionen. Und die Wahrheit ist schrecklich. Die ist schrecklich. Das möchte man noch nicht. Es gibt ein paar, die wirklich autark sind. Vielleicht dieser oder jener Bauer, der noch nicht ganz verlernt hat, was wesentlich ist und worauf es ankommt. Der tatsächlich noch Kartoffeln pflanzen kann, der weiß, wie man Salatkopf behandeln muss und so weiter und so fort und Tomaten und so weiter. Und der wirklich sich selbst versorgen könnte und der möglicherweise auch in der Lage ist, da wird er wahrscheinlich auch Probleme haben, sich vielleicht sogar noch Kleidung irgendwie selbst irgendwie zu produzieren. Aber der Rest von uns, nee, wir leben in einer sehr komplexen, in einer sehr, sehr anfälligen Welt. Die ist anfälliger denn je. Die ist anfälliger denn je. Und das ist meine persönliche Meinung. Und wir sehen das doch, wie die Erschütterungen kommen. Ne? Also viele spüren sie doch schon. Ich habe davon auch in meinem Video jetzt geredet, ne? Mit den Renten. Ne? Und die Oma, da man das dann hinnehmen muss, da plötzlich die Rente nicht mehr reicht. Also, ne? Die Rente ist sicher. Ja, wenn heute einer, was weiß ich, hier die kommenden Generationen etwas über 40% kriegt, von dem, was er jetzt im Moment verdient netto. 40% bei den steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten. Ja, was ist denn dann? Was ist denn da sicher? Und wenn du ein kleines Gehalt hast, vielleicht sogar noch eine Familie, wovon willst du denn da noch eine Zusatzversicherung abschließen? Dass du später mal noch eine andere Rente kriegst. Das ist doch alles Lug und Trug. Das können die ohnehin schon haben, die wahrscheinlich von der einen Rente schon leben können. Die haben noch eine Zusatzrente und noch eine. Aber die sie nötig hätten, die können sich das gar nicht erlauben. Das ist die Realität. Die werden am Hungertuch nagen, bis zum letzten Atemzug.
auf Almosen angewiesen sein. Ja, das ist die Zukunft. Ne? Früher konnte ein Arbeiter, wenn auch nicht in Wohlstand, aber er hatte sein Auskommen von seiner erarbeiteten Rente. Sein Auskommen, das ist nicht mehr garantiert. Und es ging kein Aufschrei durchs Land. Das haben die Leute hingenommen. Und wie viele andere Reformen, wie Hartz IV, auch. Hingenommen. Alles. Ne? Das hat ja die Armut möglich gemacht. Weil Hartz IV hat Niedriglohn möglich gemacht. Weil Hartz IV hat dazu geführt, dass man für 1 Euro mehr hat arbeiten müssen. Ja, und davon werden die Rentenbeiträge bezahlt. Ja. Was ist denn? Was bleibt denn da? So ist das. Die tolle Reform. Und Hartz IV, Agenda 2010, hat unsere Nachbarländer ins Elend gestürzt. Weil die mit ihren hohen Löhnen, mit entsprechenden Löhnen, wovon Menschen leben können, nicht mehr konkurrenzfähig waren mit dem Billiglohnland Deutschland. Das ist die Wahrheit. Will keiner hören. Das ist die Wahrheit. Wir haben unsere Nachbarländer kaputt gemacht. Ja. Das ist das. Ne? Die Schraube nach unten, aber nur für die abhängig Beschäftigten. Nur für die. Das hatten wir schon mal. Ne? Das hatten wir schon mal. Die Feudalzeit. Mit dem Daumen nach oben und dem Daumen nach unten. Das hatten wir schon. Und wir sind dabei, das wiederherzustellen. Wenn das Zukunft ist, ne, dann ist ein offenes Statement heute von mir, kann jeder darüber denken, wie er will. Aber das ist meine Meinung. So sehe ich das. Ich bin enttäuscht. Ich meine, ich gehe wählen. Ich habe auch jetzt im Wahlvorstand gesessen bei den Europawahlen. Und das nicht zum ersten Mal. Schon seit Jahren mache ich das. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ich gerne Demokrat bin. Aber ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, wie mit, sag jetzt mal salopp, mit dem Volksvermögen in unverantwortlicher Weise aus meiner Sicht in der Vergangenheit umgegangen worden ist. Weil sonst wäre das nicht möglich. Sonst wäre das nicht möglich. In unverantwortlicher Weise ist auch mit den Renten, mit den Beiträgen der Rentner umgegangen worden. Wo ist das Geld, was in den Rentenkassen war? Wo ist das? Ne? Welche anderen Bedarfe sind davon gedeckt worden? Ne? Also, und die Leute haben alle zugeguckt. Und keiner hat sich da Dann ist meines Erachtens nach, ja, ist das Volk auch, sage ich jetzt mal selber, schuld an seiner eigenen Misere. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde es bedauerlich. Ich bin mal gespannt, wohin die Reise noch geht. Ich bin mal wirklich gespannt. Das war's. Ein langes Video zum anlässlich meines 32-jährigen nüchternen Geburtstages. Ja, sage ich jetzt mal ein ehrliches Resümee. Auch eine ehrliche Bestandsaufnahme aus meiner Sicht. Ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Mir kann auch jemand widersprechen und sagen, das ist alles ganz toll, ich weiß gar nicht, was du hast. Aber ich bin mehr als kritisch. Dadurch, dass ich mich seit 32 Jahren nicht mehr betäube, gucke ich die Welt ganz genau an. Ich gucke mir die Talkshows an seit Jahrzehnten. Ich habe den ganzen Scheiß mitgekriegt, den Neoliberalismus, die Entfesselung der Märkte, die Entfesselung der Banken. Wir müssen die frei machen, der Handel muss frei gehen, der Arbeitsmarkt muss reformiert werden, wir müssen das Arbeitsrecht lockern, wir müssen die Renten kürzen. Ich habe das alles mitgekriegt. Ich habe gesehen, wie hämisch über sozial engagierte Politiker geredet worden ist, wie man die behandelt hat, als wenn sie von einem anderen Stern kommen, wie Träumer, wie Spinner, wie Illusionisten. Ja, wir haben Globalisierung, ist denen vorgehalten worden und die anderen schlafen auch nicht, wir müssen konkurrenzfähig bleiben und. Ja, und da haben sie alle zusammengehalten, alle, die Medien, die Politiker, alle, mit wenigen Ausnahmen, die Rückgrat bewiesen haben. Einer davon war von der SPD, ist leider kürzlich verstorben, der Ottmar Schreiner und einige wenige andere. Und der Rest hat sich angepasst, ist mitgeschwommen. Auch dieser Aktienhype da im Jahr 2000, mit T-Aktie, alle Aktien kaufen, da sehen Sie ja jetzt, was Sie von Ihren Aktien haben. Dieser ganze Hype, diese ganze Gier, die da propagiert worden ist, wo die Leute verarscht worden sind, weil Aktien und der ganze
sage ich jetzt mal, der ganze Mist aus meiner Sicht ist nur was für Experten und für Leute, die Durchblick haben, und für einfache Leute da ist das einfach nichts. Die sind abhängig von Experten, und das ist eine reine Vertrauenssache, ob man sich da auf jemanden verlassen kann und ein bisschen, was man hat, dann möglicherweise dann für irgendwas setzt. Und viele haben da, was weiß ich, alles verloren. Das sind auch teilweise amerikanische Verhältnisse, die hier Einzug gehalten haben. Da hat man die Leute ja auch, das haben wir ja jetzt in Amerika gehabt, da mit der Hypothekenkrise genau das gleiche, da hat man den Leuten Häuser verkauft, die hätten überhaupt kein Haus kriegen dürfen, weil sie gar keine Mittel dafür hatten. Die waren gar nicht solvent, wie man so schön sagt, zahlungskräftig. Die haben Häuser gekriegt, egal, hier ist ein Haus. Ja, und jetzt sind sie alle ihr Haus los. Oder was haben sie mit Renten gemacht? In irgendwelche Fonds reingesteckt. Die Fonds sind pleite gegangen. Die Leute kriegen alle keine Rente. Die stehen jetzt mit 80 in irgendeinem Kaufhaus und packen die Tüten ein. Toll, ne? Das ist toll. Fortschritt. Moderne. Ganz klasse. Ja, ja. Ne, ne. Nee. Das ist, sag jetzt mal, das hat eine neue Häme in unserem Land. Irgendwie. Also, es gab mal so eine Zeit, da hat man Respekt vor den Schwachen gehabt und Achtung. Und man hat sich nicht über die lustig gemacht. Und man hat auch Leute nicht ausgebeutet und verarscht. Sicher gab es immer solche, aber so im Großen und Ganzen, die sag ich jetzt mal, nicht so clever waren. Man hat Respekt voneinander gehabt und man hat deren Lebensleistung, egal was sie gemacht haben, egal wo sie waren, gewürdigt und Respekt voneinander gehabt. Heute gibt es ein paar, die meinen, denen gehört die Welt, die können mit uns, mit den kleinen Doofen, zu denen ich mich ja auch zähle, können sie machen, was sie wollen. Die brauchen wir nicht für voll, die sind alle bescheuert. Die ziehen wir alle über den Tisch. Wir machen hier den großen Reibach. Wir zocken hier. Die Welt ist ein Monopoly-Spiel. Ne? Und was haben wir mit den anderen zu tun? Egal, sollen sehen, wo sie bleiben. Das ist menschenverachtend, was da so passiert. Und das vermisse ich auch. So was wird nie ausgesprochen. Deswegen mache ich vielleicht auch solche Videos. Ne? Weil so was muss einfach mal gesagt werden. Das ist die Liebe. Da bleibt die Liebe auf der Strecke. Und das alles. Das ist schlimm. Und sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Euch noch einen schönen Abend, mir eine gute Nacht. Ja, morgen ist Vatertag und ein paar freie Tage habe ich jetzt, da freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich jetzt auf die kommende Nacht. Einfach schön schlafen. Bis dann, das soll es gewesen sein. Sehr langes Video. Nee, bis dann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wer bis hierhin durchgehalten hat, der ist schon sehr tapfer.